guten Tag. Guten Tag. Jürgen Klopp gewann gestern das Fußballfinale der Europäischen Königsklasse. Einleiter Jürgen Klopp bescherte dem Team von FC Liverpool den großen Sieg. Wir sehen, dass im Sport, auch im Orchester, in jedem Bereich des Lebens ein Leiter sehr wichtig ist. Aber aus Gottes Sicht ist ein Leiter nicht nur wichtig, sondern entscheidend für den Rettungsplan deines Gottes. Der Titel ist Ein Leiter für den Exodus. Der Leitvers ist, Kapitel 3, Vers 8. Wir wollen diesen Vers gemeinsam lesen. Und ich bin mir niedergefallen, dass ich sie errette aus ihrer Ägypter Hand. Sie sind herausgeführt aus diesem Land, in einem gutes und weites Land, in ein Land, das seine Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter. Lieber heiliger Vater, danke, dass du uns durch dein Wort aus dem Exodus führst. Wie wir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk leben. Danke, dass du uns wie Mose als Leiter berufst, die dein Wort am Campus verkündigen, die Studenten aus der Sklaverei der Sünde herausführen und sie als dein überaus großes Heer aufstellen. Erbarme dich über die jungen Menschen in Deutschland und Europa. Befreie sie von der Lüge des Satans, dass sie erkennen, dass du allein der Herr bist und deine Berufung persönlich annehmen. Vater, sei nun mitten unter uns. Und lass mich dein Wort, weiterleben. Im Namen Jesu Christi. Amen. Dank sei Gott für das Exodus-Bibelstudium, wodurch wir Gottes Erlösungswerk nochmal kennenlernen dürfen. Am Beispiel Israels sehen wir, wie Gott ein Volk aus der Sklaverei der Sünde befreit und es zu einem Königreich von Priestern und heiligen Volk erzieht. Gottes Hoffnung für unser Land und unseren Kontinent ist es auch, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk zu sein. In den Kapiteln 1 bis 7 erfahren wir, was Gott tut, um sein Volk zu erlösen. Gott erbarmte sich über die Knechtschaft der Israeliten und sandte ihnen einen Leiter, Mose. Gott beruft auch heute Leiter, die sich für den Exodus der jungen Menschen dieser Generation senden lassen. Gott schenke jedem von uns den geistlichen Wunsch, die Berufung Gottes anzunehmen, die jungen Menschen von der Herrschaft der Sünde herauszuführen und sie als ein überaus großes Heer Gottes aufzustellen. Teil 1. Die Vorbereitung eines Leiters. Kapitel 1 bis 3. Lesen wir Kapitel 1, Vers 1. Bitte. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die der Herr auf nach Ägypten kamen. Jeder kam mit seinem Haus. Gott berief Abraham und verhieß ihm, ihn zum großen Volk zu machen. Gott gebrauchte Josef als eine große Errettung während der Hungersnot in Kanaan, sodass 70 Nachkommen Israels nach Ägypten kamen. Vers 7 sagt: Wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Der treue Gott erfüllte seine Verheißung an Abraham, sodass das Volk Israel wuchs und sich in Ägypten mehrte. Sehen wir uns Vers 8 an. Ein anderer König kam in Ägypten auf, der nichts von Josef wusste. Er betrachtete die Israeliten nur als seine potenziellen Feinde. Er setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrückten. Aber auch die Leiden unter dem neuen König in Ägypten gehörten zu Gottes Verheißung und zu Gottes Plan. Vers 12 sagt: Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an für Israel. Gott blieb treu zu seiner Verheißung. Das Volk wuchs auch inmitten von Leiden und Bedrängnissen. Sehen wir uns die Verse 13 bis 16 an. Die Israeliten wurden unbarmherzig zum Dienst gezwungen.
Der Pharao befahl zwei hebräischen Hebammen, die neugeborenen Söhne des Volkes zu töten. Aber die Hebammen fürchteten Gott und ließen die Söhne am Leben. Daraufhin erließ der Pharao einen grausamen Befehl, alle männlichen Babys im Nil zu ertrinken. Wie bereitete Gott in dieser dunkelsten Zeit sein Erlösungswerk vor? Lesen wir Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Bitte. Deswegen ging er ein Mann von Hause liegen, aber ein Mädchen aus dem Hause liegen zur Frau. Und sie war schwanger und gebar einen Sohn, und als sie sah, dass es ein kleines Kind war, verwarf sie ihn 3 Monate. Als sie noch einmal nicht länger werden konnte, machte sie ein Festland von Bord und entdeckte sie nach der Fahrt und legte das Kind hinein und setzte das Festland in das Schiff am Ufer des Meeres. In dieser grausamen Zeit begann Gott, einen Befreier für sein Volk vorzubereiten. Er war Mose, dessen Eltern ihn mit den Augen des Glaubens betrachteten. Wie alle Eltern sahen sie, dass Mose ein schönes Kind war. Aber sie sahen darüber hinaus. Sie sahen, dass Gott Mose als einen großartigen Mann des Glaubens und Knecht Gottes gebrauchen würde. Dem Gebot des Pharao nicht zu folgen bedeutete, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Aber die Eltern überwanden allen äußeren Druck und hielten Mose 3 Monate verborgen. Als das Kind zu laut schrie und weinte, brachen die Eltern ihn nicht verzweifelt in den Nil, sondern legten das Kind in ein Kästlein und setzten es in das Schilf am Ufer des Nils. Die Eltern von Mose taten ihr Bestes, damit Mose zu einem großen geistlichen Leiter heranwachsen würde. Gottes gnädige Hand war über Mose. Er blieb im Wasser verschont und die Tochter des Pharao fand ihn und gab ihn der Mutter zum Stillen. Statt die Kinder und Hoffnungsträger dem Zeitgeist zu überlassen, dürfen wir unser Bestes tun, um sie wie Mose als Leiter in dem Heißwerk Gottes zu erziehen. Vers 11 sagt: Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Mose wurde bis zum Alter von 40 Jahren von der Tochter des Pharao erzogen. Er wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt. Er wurde mächtig in Worten und Werken. Er hatte die beste Ausbildung abgeschlossen und ihm standen nun alle Türen. Jeder hatte von ihm erwartet, dass er endlich seine Weltkarriere beginnen würde. Gerade in diesem Moment aber entschied Mose sich, viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt zu werden. Es schien eine sehr dumme Entscheidung des Lebens gewesen zu sein. Aber Gott segnete Moses Glaubensentscheidung und machte ihn zum Leiter für das Volk Gottes. Vers 15 sagt: Und es kam vor dem Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Mose hatte einen Ägypter erschlagen, um sein Volk zu erretten. Moses Mord wurde bekannt und kam bis vor dem Pharao. Mose floh vor ihm und kam nach Midian. Er hätte ein wohlhabendes und so beneidenswertes Leben führen können. Und nun kam er in Midian. Hier blieb er nicht nur 1 oder 2 Jahre, sondern 40 Jahre. Während seine Kollegen in Ägypten immer reicher wurden, tat Mose nichts anderes als Schafe zu. Gott aber trainierte Mose in der Wüste, um Mose Demut zu lehren und ihn zu einem Hirten und Leiter für den Exodus seines Volkes vorzubereiten. Mose wurde zu einem sehr demütigen Menschen, mehr als alle Menschen. Lesen wir die Verse 23 bis 25. Bitte. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und ich zeige ihn, sollte sie über ihre Knechtschaft geschrien und geschrien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen und dachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf Israel und nahm sich ihre Hand.
Die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien in ihrer völligen Hilflosigkeit zu Gott. Sie mussten gedacht haben, dass Gott sie verlassen hätte. In der Tat aber sah Gott ihr Elend und hatte schon lange vorher einen Leiter in Mose vorbereitet. Gott erhörte ihr Wehklagen und erinnerte sich an seinen Bund. Nun war die Zeit gekommen, Mose nach seinem 40-jährigen Palast und 40-jährigen Wüstentraining zur praktischen Mission Gottes für den Exodus vorzubereiten. Sehen wir uns Kapitel 3, Verse 1 und 2. Mose war wie immer dabei, die Schafe des Priesters Jitro zu hüten. Plötzlich bemerkte er einen brennenden Dornbusch, der nicht verzehrte. Es war der Engel Gottes. Lesen wir den Vers 4. Bitte. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um uns zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose, er antwortete: Hier bin ich. 40 Jahre lang hatte sich so gut wie keiner für Mose interessiert. Gott aber berief Mose mit seinem Namen und offenbarte sich ihm als der Gott seines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott blieb seiner Verheißung, die er den Vorfahren gegeben hatte, treu und berief nun Mose für die Rettung seines Volkes. Mose konnte gar nicht mehr daran glauben, dass er jemals sein Volk erretten würde. Aber Gott griff in Moses Leben ein und Gott hatte einen Rettungsplan und wollte dafür Mose gebrauchen. Vers 7 sagt: Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Gott teilte mit Mose sein Herz für das Volk, das sich unter der Knechtschaft des Pharaos quält. Wir wollen den Vers 8 gemeinsam lesen. Bitte. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errettete aus der Ägypter Hand, die der Ausführer aus diesem Land, in ein gutes Gefahr gelassen hat, in ein Land, das ein Milch und Honig fließt, dass sie nicht der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Gott hatte großes Erbarmen mit ihnen und war gekommen, um sie aus der elenden Sklaverei Ägyptens zu retten und sie in das Land zu bringen, das er bereits ihren Vorvätern versprochen hatte. Welche Bedeutung hat diese Geschichte für uns? Oberflächlich geht es den meisten Menschen in Europa gut. Aber die Bibel lehrt, dass alle Menschen Sklaven der Sünde sind. So viele Menschen sind verzweifelt und leben einsam. Warum nehmen sich auch viele fähige junge Menschen das Leben? Warum gibt es so viele, die in verschiedene Süchte geraten sind und nicht mehr rauskommen? Junge Menschen, die voller Hoffnung sein sollten und so großes Potenzial haben, schreien innerlich nach der Errettung ihrer Seele. Mein Freund arbeitet sehr hart und ist ehrgeizig, um auf der Karriereleiter immer höher zu stehen. Gott aber ist herniedergefahren, nicht um seine Bedingungen zu verbessern, sondern ihn von der Herrschaft seines Egos zu befreien und seine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Äußerlich scheint es ihm gut zu gehen. Aber er weiß noch nicht, dass Gott der Herr ist, dem er gehorchen muss. Innerlich schreit seine Seele nach der Befreiung von der Lüge des Atheismus. Gott will ihn aus der Herrschaft der Sünde erretten und ihn zu einem heiligen Volk machen. Unser Gott hat großes Erbarmen mit den unter der Sündensklaverei leidenden Menschen in Europa. Gott möchte ihnen sein gutes und weites Land geben und sie als sein Königreich von Priestern für die Weltmission gebrauchen. Amen. Gottes Plan ist, sie durch das Zweierbibelstudium geistig zu erwecken und ihnen das herrliche Reich Gottes als ihr ewiges Erbe zu geben. Lesen wir die Verse 9 und 10. Bitte. Weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist, und ich das zu den Nutzern zu sehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehen wir hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Gott berief Mose ganz konkret für diese große Aufgabe, der Leiter für den Exodus aus Ägypten zu sein. Nicht Mose hatte sich diese Aufgabe ausgesucht, sondern Gott wollte Mose zum Pharao senden und durch ihn den Exodus seines Volkes bewirken. Gott hatte ein brennendes Hirtenherz für die Errettung seines Volkes.
Gott aber arbeitet nicht allein. Er wollte einen schwachen Menschen Mose gebrauchen, um seinen Rettungsplan durch ihn zu erfüllen. Hier lernen wir Gottes Herz kennen, alle Menschen von der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Dazu bereitet Gott Leiter vor und beruft sie für sein Heilswerk. Gott hat deutsche Studenten berufen und sie durch das Bibelstudium und die Jüngererziehung als Leiter für die Weltmission berufen. Gott bereitet in dieser Zeit auch durch das GLEF unter der nächsten Generation Leiter vor, um durch sie sein Heilswerk fortzusetzen. Als ein junger Mann beschäftigte ich mich fast den ganzen Tag damit, im Internet und durch die Liebe der Mädchen meine Jugendbegierde zu befriedigen. Obwohl ich diese schlechte Angewohnheit verheimlichte und sie immer wieder loswerden wollte, konnte ich es nicht. Gott war gekommen, um mich aus dieser elenden Sklaverei der Sünde zu erretten und mir das neue und ewige Leben zu geben. Gott gab mir durch meine Hirten sein Wort, 5. Mose 6, 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all deiner Kraft. Gott heilt mir, mein altes Leben völlig zu verlassen und Gottes Errettungsgnade tief zu begreifen. Gott, der Herr, wurde mein wahrer Anbetungsgegenstand. Wie groß ist die Gnade Gottes, dass er mich verändert hat und mich als einen Leiter für den Exodus der jungen Menschen am Campus vorbereitet. Sehen wir uns die Verse 11 und 12 an. Mose fühlte sich für diese große Aufgabe nicht in der Lage. Gott aber gab ihm die Zusage, dass er mit ihm sein würde und dass sie nach dem Auszug aus Ägypten Gott auf diesem Berge opfern würden. Als Mose Gott nach seinem Namen fragte, antwortete er: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Gott offenbarte sich als der ewige Gott, der da ist, der da war und der da kommt. Wie Gott seine Allmacht und Gnade den Vorfahren offenbart hatte, so würde er sich nun den Israeliten erweisen. Sehen wir uns die Verse 16 bis 20 an. Die Lage der Israeliten schien hoffnungslos zu sein und der Pharao würde das Volk nicht einfach so ziehen lassen. Gott aber griff souverän in die Geschichte ein, indem er Mose dazu vorbereitete, zu den Ältesten Israels und danach zum Pharao zu gehen. Gott verhieß Mose, dass die Ältesten von Israel auf ihn hören würden und der Pharao durch eine starke Hand gezwungen würde. Gott ist der souveräne Lenker der Geschichte und er erfüllt seinen Rettungsplan nach seinem absoluten Willen. In diesem Abschnitt haben wir Gottes Herz und Rettungsplan durch die Vorbereitung eines Leiters Mose kennengelernt. Gottes Herz ist, dass die Studenten in Deutschland und Europa von der Herrschaft der Sünde befreit werden und sich als ein überaus großes Heer Gottes aufstellen. Gott beruft jeden von euch als einen Leiter für das geistliche Erweckungswerk in Deutschland und Europa. Preis und Dank sei dem Herrn, der seinen Rettungsplan durch jeden von uns erfüllt. Er nimmt unser frühmorgendliches Gebet als unsere Fürbitte für die Hoffnungsträger an und erschließt durch uns die 1700 Hochschulen in Europa. Teil 2. Gott sandte Mose zum Pharao. Kapitel 4, Vers 1 bis 7, Vers 7. Kapitel 4, Vers 1 sagt: Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen: Der Herr ist dir nicht erschienen. Gott hatte sich Mose als der ewige Gott offenbart. Gott hatte auch Mose seine Zusage gegeben. Ich will mit dir sein und sie werden auf dich hören. Trotz der Begegnung mit dem lebendigen Gott und seiner Verheißungen blieb Mose im Misstrauen gegenüber Gott und seinem Volk. Die Ablehnung seines eigenen Volkes machte ihn fatalistisch. In seinem Unglauben begrenzte Mose Gottes Allmacht. Wie half aber Gott Mose? Sehen wir uns in Vers 2 bis 9. Gott gab Mose drei Zeichen, die ihm für seinen bevorstehenden Auftrag in Ägypten die feste Zuversicht schenken sollen. Erstens, der auf den Boden geworfene Stab, der zur Schlange wurde und beim Erhaschen beim Schwanz wieder zum Stab.
Zweitens, Moses Hans, die aussätzig wurde wie Schnee, als er sie in den Bausch seines Gewandes steckte. Und drittens, das Wasser aus dem Nil, das zu Blut auf dem trockenen Land wurde. Durch diese drei Zeichen half Gott Mose, seine innere Furcht zu überwinden und auf Gottes Allmacht und Beistand zu vertrauen. In unserem Missionsleben brauchen wir auch die feste Zuversicht, dass Gott uns mit allem ausrüstet, was wir für die Mission Gottes brauchen. Die innere Furcht lähmt und verhindert das Wirken Gottes. Wir können unser Furchtproblem allein in Jesus gelöst bekommen, indem wir für unsere Selbstbeschäftigung und unseren Unglauben Buße tun. Unser allmächtiger Gott sendet uns wie Mose zum Campus, um dort den Pharao des gottlosen Zeitgeistes und der Irrlehren herauszufordern. Mit der Gewissheit, dass Gott mit uns ist, dürfen wir Gottes Mission mit Zuversicht erfüllen, indem wir die Studentin durch das Zweier die Bestimmung aus der Sklaverei der Sünde herausführen. Sehen wir uns Vers 10 an. Mose versteckte sich nun hinter einer anderen Ausrede, dass er eine schwere Sprache und eine schwere Zunge hätte. Gab Gott Mose auf? Lesen wir die Verse 11 und 12. Bitte? Der Herr sprach zu ihm, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Seelen oder Blinden gemacht? Aber habe ich nicht getan, der Herr? So wie du nicht, ich will mit deinem Munde sein und ich höre, was du sagen sollst. Mit großer Geduld und Liebe diente Gott Mose, indem er den Glauben an den allmächtigen Schöpfer in sein Herz einpflanzte. Mose sollte lernen, nicht auf sich selbst, sondern auf den allmächtigen Gott zu schauen. Sehen wir uns die Verse 13 bis 17 an. Mose zögerte immer noch, die Berufung anzunehmen und machte Gott zornig, indem er sprach: Mein Herr, sende, wen du senden willst. Gott aber half Mose weiter, indem er ihm seinen Bruder Aaron als den Mitarbeiter zur Seite stellte. Ich kenne einen jungen Mann, der dachte, dass er den Studenten Gottes Wort nicht weitergeben könnte, weil er selber nie studiert hatte. Gott aber half ihm im absoluten Glauben an den allmächtigen Gott, wie dir im Moody der Berufung Gottes gehorsam zu sein. Nun gebraucht Gott ihn als einen einflussreichen Bibellehrer an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Lesen wir Vers 21. Bitte. Und der Herr sprach zu Mose: Sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust von deinem Pharao, die nicht in deiner Hand gegeben habe. Ich habe mir sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Gott gab Mose einen klaren Auftrag zum Kampf gegen den Pharao. Es würde ein harter geistlicher Kampf notwendig werden, bis der Pharao das Volk Gottes würde ziehen lassen. Gott aber hatte Mose die drei Wunder in seine Hand gegeben und lehrte ihn, auf die Hilfe Gottes absolut zu vertrauen. Kapitel 5, Vers 1 sagt: Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Festhalte in der Wüste. Gott hatte Mose und Aaron bevollmächtigt. Nun traten die beiden im Gehorsam des Glaubens vor den mächtigen Pharao und verkündigten ihm die Botschaft Gottes: Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Festhalte in der Wüste. Gott gebot, dass sein Volk das alte Leben in Ägypten völlig verlassen sollte. Es ist nicht einfach, aus dem alten, sündigen Leben auszuziehen. Aber ohne eine klare Konsequenz für einen Auszug aus dem alten Leben in Sünden können wir kein neues, verändertes Leben führen. Gott anzubeten und als Gottes Volk zu leben, bedeutet auch, die alte Umgebung, die alten Gewohnheiten und das alte Leben in Sünden mit klarer Konsequenz zu verlassen. Das ist auch heute Gottes Botschaft für die verloren gehenden Studenten, die wir mutig verkündigen dürfen. Sehen wir uns die Verse 2 bis 4 an. Der Pharao lehnte Gottes Botschaft ab. Sein Ungehorsam gegenüber Gott war eine direkte Folge seines Hochmutes und seiner Unbußfertigkeit.
In den Versen 5 bis 13 befahl der Pharao den Vögten des Volkes und den Aufsehern, die Israeliten noch härter zu bedrücken. Hier sehen wir die Bosheit des Pharao. Zuerst beschuldigte er die Gottesknechte. Danach behauptete er, dass das Volk müßig wäre. In seinem Hochmut konnte der Pharao nicht annehmen, dass der Exodus Gottes Botschaft und Gottes Wille war. Das ist das grausame Gesicht des Pharao, der Gottes Herrschaft nicht anerkennt, Gottes Knechte verachtet und das Volk Gottes unterdrückt. Sehen wir uns die Verse 19 bis 23 an. Mose wurde vom Pharao und von seinem Volk wieder abgelehnt. Er war verzweifelt, weil entgegen seiner Erwartung das Leiden des Volkes nur noch größer und das Volk nicht errettet wurde. Als er aber wieder zu Gott kam, ermutigte Gott ihn und stellte ihn erneut auf. In Kapitel 6, Vers 1 steht, da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Gott sagte Mose, dass der Pharao durch Gottes starke Hand gezwungen wird. Gott begleitete Mose weiter geduldig und mit großer Liebe, sodass Mose die starke Hand Gottes erfahren würde. Betrachten wir die Verse 6 bis 9. Mose sollte den Israeliten Gottes Verheißung erneut verkündigen. Als Mose Gottes Botschaft den Israeliten sagte, hörten sie nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Die Israeliten hatten den Wunsch auszuziehen, aber ihre Herzen waren noch so verzagt. Wenn wir Gottes Botschaft am Campus verkündigen und predigen, dann erfahren wir auch solche Reaktionen. Viele Hoffnungsträger sind am Anfang der Nachfolge begeistert, aber wenn sie merken, dass sie sich ändern müssen, zögern sie. Wir brauchen uns aber nicht davon entmutigen und enttäuschen zu lassen. In den Versen 10 bis 13 sandte Gott Mose erneut zum Pharao. Wieder schaute Mose auf sich selbst und entgegnete, dass er ungeschickt wäre zum Reden. Gott aber trug Mose und half ihm geduldig bis zum Ende. In diesem Kapitel heißt es 6-mal, Gott oder der Herr sprach mit Mose. Dies zeigt, dass Gott aktiv die Gemeinschaft mit Mose suchte. Gott war es, der Mose half, ganz von Gott abhängig zu sein und auf Gottes Beistand zu vertrauen. Gott wollte gerade durch diesen Mose wirken und half ihm, völlig dem Herrn zu vertrauen und aus der tiefen persönlichen Beziehung zu Gott und aus Gottes Kraft heraus zu leben. Gott wünscht sich, dass auch wir Gott den Herrn tief und persönlich kennenlernen und in jedem Moment, auch in dem Moment der Verzweiflung, unsere Liebesbeziehung zu ihm tiefer entwickeln und sein Herz für die jungen Menschen dieser Generation haben. In den Versen 14 bis 25 ermutigte Gott Mose durch den Stammbaum seiner Vorfahren. Dieser bezeugte Gottes Treue und dass Gott der unveränderliche und ewige Gott ist. Dieser Gott wählte Mose und Aaron als seine Werkzeuge aus und rüstete sie mit seiner göttlichen Vollmacht. Die Verse 26 und 27 können wir auch mal gemeinsam lesen. Bitte. Da sind Aaron und Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Israeliten an den Schaden geordnet aus Ägypten an. Sie setzt sie, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, geredet, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Das sind Mose und Aaron. Es war Gottes souveräner Ratschluss für die Erfüllung seiner Verheißung und zur Rettung seines Volkes, dass er einen Menschen Mose, den er berufen hatte, gegen den Pharao kämpfen ließ. Der geduldige Gott trug alle Schwachheit und allen Fatalismus von Mose und sandte ihn zum Pharao, um ihn als den Leiter für den Exodus zu brauchen. Kapitel 7, Vers 1 sagt, der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein.
Mose hatte mehrmals gesagt, dass er nicht gut reden könnte und der Pharao nicht auf ihn hören würde. Obwohl Gott ihn so geduldig trug und ihn immer wieder ermutigte, war Mose immer noch so hilflos und deprimiert. Aber gerade in diesem Moment sandte Gott ihn erneut zum Pharao, obwohl er so hochmütig war. Mose sollte gegenüber dem Pharao Gott sein, weil Gott in seiner Vollmacht Mose als seinen Stellvertreter aufgestellt hat. Gott half Mose auf diese Weise, seine innere Furcht und seinen Unglauben völlig zu überwinden und neue Siegeszuversicht anzuziehen. Der allmächtige Schöpfer erweckte in Mose die klare geistliche Identität als Gottes Knecht und half ihm, Gottes geistliche Vollmacht auszuüben und Gottes Vision zu erfüllen. Lesen wir den Vers 6. Bitte. Mose und Aaron waren in Ehren der Herr geboren hatte. Mose und Aaron nahmen Gottes souveränen Willen an und gingen wieder zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Als Mose und Aaron aus dem Vertrauen Gottes Orientierung gewaschen, wurden sie von dem herausfordernden Geist erfüllt und sie erlangten den Sieg des Glaubens. Gott gebe jedem von uns Vollmacht und Siegeszuversicht, mit der wir den Pharao des gottlosen Humanismus herausfordern und am Campus Gottes Wort verkündigen. Gott liebt die Studentin in Deutschland und Europa, dass sie seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott will sie von den Lügen des gottlosen Zeitgeistes bekehren und Gott will ihnen ein neues Leben unter seiner Herrschaft geben. Ich danke Gott, dass der Hirte Noah Schweizer als einen Hirten und Bibellehrer für die Studentin der Hochschule von Rhein-Sieg aufgestellt hat, dass er Gottes Wort am Campus mutig verkündet. Heute haben wir gelernt, dass Gott Leiter beruft, um durch sie seinen Rettungsplan zu erfüllen. Gott erbarmte sich über die Israeliten und wollte sie von der Knechtschaft und Herrschaft des Pharaos erben, indem er einen Leiter Mose vorbereitet. Gott trug Moses Unglauben und innere Furcht und diente ihm mit der großen und geduldigen Liebe, indem er ihn immer wieder zum Pharao sandte. Es ist Gottes souveräner Wille, dass er seine Knechte, die er berufen hat, gegen die Mächte des Bösen kämpfen lässt, dass sie das Volk Gottes von der Herrschaft der Sünde befreien. Der souveräne Gott führt sein Rettungswerk durch die berufenen Leiter. Er ermutigt jeden von uns, sein Herz zu verstehen, seine Berufung anzunehmen und uns als Leiter für den geistlichen Exodus dieser Generation gebrauchen zu lassen. Gott stelle durch uns 100.000 Bibellehrer und 5 Millionen Gebetsmitarbeiter auf und mache Deutschland zu einer priesterlichen Nation und Europa zu einem missionar aussendenden Kontinent. Lesen wir den Leitvers Kapitel 3, Vers 8. Bitte. Ich bin der Herr, der dass ich sehr gerne auf der Erde mache. Ich werde ausführen, was ich hier mache, mein gutes und weiteres Land. Mein Land, mein Leben, ich bin schon und das ist die Ehe, der kann er nicht haben, will ich nicht haben, aber nicht haben. Lieber Heiliger und himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns berufen hast, um durch uns die Studentinnen in Deutschland und Europa aus der Herrschaft der Sünde herauszukehren und sie als dein überaus großes Heer gemäß deines Verheißungswortes aus Hesekiel 37,10 aufzustellen. Erbarme dich über die jungen Menschen in Deutschland und Europa, dass sie aus ihrem alten, gottlosen Leben völlig ausziehen und sich unter deine Herrschaft stellen. Wir brauchen jeden von uns als einen geistlichen Leiter, der deine Berufung annimmt und wie Mose für den Exodus dieser Generation sehr kostbar gebraucht wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.